Gestern ist ein neuer Film gestartet und zwar heißt der Männerherzen. Und das ist so ein Film, wo vorwiegend Frauen reingehen. Und wenn die dann den Film gesehen haben, dann wollen sie ganz schnell heiraten und viele Kinder kriegen. Und wenn Männer den Film gesehen haben, dann gehen sie ein Trinken und wollen ganz, 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 ganz schnell weg von der Frau. Und in diesem Film, da haben ganz tolle Schauspieler mitgespielt. Zum Beispiel Til Schweiger in seiner bisher stärksten Rolle, finde ich. Mein Ex-Kollege Christian Ulm und Florian David Fitz, der von Doctor's Diary, Mann. Naja, und diese drei Männer, die habe ich auf dem roten Teppich getroffen und die waren alle total verrückt nach mir. Aber ihr wisst ja, seit den Ochsenknecht-Brüdern, ich bin sehr anspruchsvoll, was Männer angeht. Und deswegen habe ich sie so ein bisschen ausgefragt. Und im Endeffekt kann es nur ein Herzblatt geben. Ich bin heute auf der Männerherzen Kinopremiere und was die Darsteller nicht wissen, ich werde heute mit Ihnen hier jetzt sofort Herzblatt spielen, denn ich bin mir sicher, der Richtige wird dabei sein. Ich bin eine sehr humorvolle Frau. Wie bringst du mich zum Lachen? Oh Gott, durch Peinlichkeit wahrscheinlich. Das kommt von selber, wenn ich nicht weiß, was ich sagen soll zum Beispiel jetzt. Aber da musst du auch nicht wirklich lachen. Wie bringst du mich zum Lachen? Ja, wenn du schon humorvoll bist, dann habe ich ja nicht mehr viel Arbeit zu leisten. Dann musst du ja, hast du ja schon Humor. Ich bin eine sehr humorvolle Frau. Wie bringst du mich zum Lachen? Also bestimmt nicht auf dem roten Teppich, ja. Wir haben unser erstes Date. Wie verführst du mich? Sag mal, sind wir hier bei Bravo? Wir haben unser erstes Date. Wie verführst du mich? Ja, ich erzähle dir von meiner Schildkrötenphobie. Ich habe Angst vor Schildkröten, weil ich wichtig finde, dass man beim ersten Date seine Ängste teilt. Wir haben unser erstes Date. Wie versuchst du mich rumzukriegen? Oh, ich werde beim ersten Date gar nicht versuchen, dich rumzukriegen. Das würde ich niemals versuchen, sondern einfach gucken, was sich entwickelt. Nein, was soll ich sagen? Ich hole meinen riesengroßen raus und dann bist du verführt. Das ist ja ein Blödsinn. Ich lieg nackt bei dir im Hotelzimmer. Wie reagierst du? Es kommt drauf an, wie du nackt aussiehst. Ich liege nackt bei dir im Hotelzimmer. Wie reagierst du? Ich würde sagen, schön, dass du wieder da bist. Ich liege nackt bei dir im Hotelzimmer. Was machst du? Wenn du freiwillig bei mir nackt im Hotelzimmer liegst, dann würde ich schon mal versuchen. Ja. So, liebe Nadine, nun musst du dich entscheiden. Nadine Wasser-Schweiger, Nadine Christian, Nadine Ulm, Nadine Wasser-Ulm. Nimmst du Kandidat 1, den charmanten und gut ausgestatteten Florian? Oder doch Kandidat 2, den humorvollen Christian, der Angst vor Schildkröten hat? Oder wird es doch Kandidat 3, Till, der eine Nacht mit dir nicht ablehnen würde? Du hast gewonnen. Was habe ich denn gewonnen? Okay, super. Gleich, ne? So, Till hat einfach die besten Antworten gegeben. Ich bin total begeistert von ihm. Es war Liebe auf den ersten Blick und Till Schweiger ist mein Herzblut.